Yo, it's Phil Kahan. What up, Brucey? Yo, Tino. Eyes closed, head throbbing, keep strong, I'm diddy bopping. My crew, we mobbing, drinks up, get it popping. Wait, what's this I feel? Soft hands on my waist, that sex appeal. Turn around, what do I see? Pretty young thing staring at me. So, I looked her in the eye, said, baby girl, will you be mine? I'm not so young, let's waste no time. Show me yours and I'll show you mine. She took my hand, grabbed it from behind. Jetzt joggen, auch für Pastor Nägel. Alles passt zusammen. Orange. Und ich habe ein Date, oh mein Gott. Ich habe ein Date und gehe jetzt mit einem Typ zum Running Canyon joggen oder wandern. Also, bis später. Ja, die Süßen. Also, ich bin jetzt auf dem Weg zum Running Canyon. Julia ist gestern gefahren, heute ist der erste Tag ohne sie. Ich bin leider immer noch sehr erkältet. Und auf jeden Fall gehe ich jetzt joggen und ich habe ein Date. Voll geil, es gibt so eine App hier, die benutzt jeder, die ist Tinder. Und da habe ich so einen Typ kennengelernt und haben uns verabredet. Er wollte so Drinks haben. Ich meinte aber, ja, wir können doch auch einfach hier joggen gehen. Beim Running Canyon, weil er ist auch sportlich. Und ich wollte eh zum Running Canyon gehen. Und ja, ich bin ein bisschen erkältet, das ist echt doof, weil ich nicht so gut atmen kann. Und ja, hinter mir ist irgendwie der LA Marathon heute. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg, es ist super warm. Es ist der, also zweite... Richtig heftig warme Tag heute. Und ja, ich hoffe mal, es wird ganz gut und nicht voll komisch. Und ich bin mega gespannt. Ich habe so lange kein Date mehr gehabt und ich hasse eigentlich Dates. Aber mal schauen. Egal, Sport ist Sport. Also, mach's gut, diesen Cheese. Ja. They're like, where are you? So I stayed in just like. What? Here. No, here. Especially at that age, like when you're just, you know, becoming, going from a kid to being a. Hey, ihr Lieben, ich bin gerade zurückgekommen von meinem Date und Entschuldigung, oh Gott, ich bin immer noch erkältet. Ja, von meinem sogenannten Date hier, wir waren ja am Running Canyon. Es war echt ich war jetzt echt, glaube ich, anderthalb Stunden, fast zwei Stunden. Ich war jetzt zwei Stunden unterwegs, also waren jetzt echt lang unterwegs. Haben die Riesenrunde gemacht, die Großrunde, die ich auch die letzten zweimal gar nicht gemacht hatte. Ich war da, wo ich letztes Jahr mit Lina war. Es war echt cool. Also habe ich die ganze Running Canyon Runde gemacht. War echt cool. Und ja, der Typ war eigentlich schon echt voll süß. Also voll nett auf jeden Fall. Und ja, sah jetzt auch gar nicht so schlecht aus. War nicht ganz so groß. Ich stehe einfach so krass auf große Kerle. Ich weiß auch nicht. Ich habe da voll den Tick. War voll süß, aber es war jetzt nicht so, sag ich mal, wo es jetzt so krass gefunkt hat. Oder irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Armee, also gut, er ist jetzt Kanadier gewesen, aber ich weiß nicht, es ist immer so, ich habe immer das Gefühl, dass die alle, ja, ich will jetzt nicht sagen, der war schon smart und so, aber er war jetzt auch nicht super mega hochintelligent, also er hat jetzt auch nicht so viel nachgefragt und weiß nicht, er hat jetzt irgendwie, ich habe schon viel geredet, wir haben auch viel geredet, wir haben jetzt keine Minute gehabt, wo wir jetzt nicht geredet haben oder wo es irgendwie komisch war, aber es war jetzt auch nicht so, dass er mich wirklich viel gefragt hat, also er war jetzt nicht wirklich, sag ich mal, krass interessiert oder so, hatte ich das Gefühl, also zumindest, aber ich glaube, er war einfach eher ein bisschen schüchterner, keine Ahnung, aber war auf jeden Fall voll nett, also es war jetzt nicht schlimm oder so. Aber als wir runtergekommen sind vom Running Canyon, da ist noch so ein Yoga-Park, dann haben wir noch so seinen, da hat er irgendwie seine Freundin von sich getroffen und dann haben wir irgendwie seinen Freund Hallo gesagt und sein einer Freund, oh mein Gott, sein einer Freund ist so heiß, ist genau mein Typ. Johannes heißt der, das ist irgendwie, der kommt auch aus Kanada, nee, der kommt aus New York oder so, Kanada, kann auf jeden Fall riesig, der ist bestimmt 1,95 oder so, 1,95, richtig dunkle Haare, dunkle, so leichte Locken. Ich glaube, dunkle Augen und einfach so richtig krass durchtrainiert. Also der ist ein richtig gutes Personal Trainer. Und ich so, okay, schade, dass ich das Date nicht mit ihm hatte. So, vielleicht mache ich nächste Woche mal Bootcamp, weil die machen anscheinend so ein Bootcamp und jeden Sonntag. Und ich glaube, ich frage mal den Ruben, ob wir nicht mit dem Typen Bootcamp machen können. Wobei er meinte, das ist irgendwie ein Friend of him, also eine Freundin von ihm, datet wohl diesen Typen gerade, aber... Den fand ich ja echt ganz interessant. Also jetzt mein Date war zwar nicht so, jetzt sag ich mal von dem Typen her, aber total nett. Also ich werde mich wahrscheinlich nochmal mit dem treffen, einfach so, weil es immer ein cooles Ziel finde ich, Leute kennenzulernen und so. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh mein Gott, das wird nicht mein nächster Freund oder... Das, aber einfach ein netter Typ auf jeden Fall, das war schon cool. Und ich finde es immer gut, Leute kennenzulernen. Und so gesehen hat es sich auf jeden Fall gelohnt, ein super Workout gehabt. Und ja, jetzt
muss ich erst ein bisschen entspannen, was trinken und dann muss ich meine Hausarbeit weiterschreiben. Oh, scheiße, es ist so nervig, aber gut. Also, dann hören wir uns später, ihr Süßen. Tschüss. Oh, ich liebe es einfach hier draußen zu sitzen, zu frühstücken. So wunderschönes Wetter. Ja, ich frühstücke jetzt und dann muss ich noch ein bisschen was für die Uni machen. Und dann gehe ich später zur Fashion Week in L.A. Muss arbeiten. Yeah, palm trees. Jess. Hi. And I am driving to Fashion Week, L.A. Fashion Week, right now. Oh, it's so pretty in there. Where? The Ritz-Carlton. Oh, that's Ritz-Carlton. Oh, okay, yeah. So, wir sind jetzt hier gerade downtown in L.A. Ein Staples Center ist hinter uns und es ist so warm heute, so heftig, krasses Wetter. Aber mir geht es leider nicht so gut, ich bin ein bisschen krank und wir müssen jetzt finden, wo die Fashion Show ist, also, weil das hier irgendwie alles L.A. Live ist und wir nicht genau wissen, wo es ist. Und Jess ruft gerade unsere Chefin an und schaut mal, wir sind ein bisschen spät. Ich hoffe, wir finden das irgendwie. Also bis später. Tschüss. Staples Center, da hat, glaube ich, mal der Lamar Odom gespielt, als wir noch nicht so fertig war. Eingetroffen, ist ein bisschen Drama gerade mit so einer anderen Frau, aber bei uns ist alles gut. Ich habe jetzt auch ein Wristband und ja, hier ist Monika und ja, es geht lecker aus. So, hier ist die Fashion Show. Oh mein Gott, das hat gerade nicht vor. Cool. Andre Soriano. Hey. Okay, Andre Soriano. Okay. Special. Yeah, it's really good. Friends? No. Hold on, everybody. Yeah. Hold on. So, langsam wird's voll hier. Sehr gerade 14. Die Show geht gleich los. Muss nur Jess finden. Ich weiß gerade nicht, wie sie ist. Wir haben jetzt gerade Dunja geholfen und ihre ganzen Flyer verteilt, einfach auf die Frontplätze. Und jetzt so, hier draußen noch Red Carpet. Ich weiß nicht, je länger man bei hier bei sowas dabei ist und alles sieht, das ist irgendwie echt alles schon ein bisschen. Es ist halt erstaunlich, wie klein eigentlich ist das, beziehungsweise wie gestellt teilweise. Aber es ist voll nett hier. Also ich bin nur gerade ein bisschen müde und kaputt, aber ein bisschen chaotisch, aber sonst echt super. So, Jess und ich haben jetzt auf den Crossroads-Platz bekommen. Wir sind in der ersten Reihe. Hier, die Show geht gleich los. Und we're excited. We are so excited. Die Frau von uns ist Dunja, die macht den Model dann auf die Haare. Und gleich geht's los. Just a splash of perfume. Gwyneth Paltrow. Das Kleid, was jetzt kommt, das haben wir gesehen, als wir bei ihm waren beim Anblick. Da hat uns gerade gesagt, wir seien Kleid gemacht. Just to give realism to romance.
Yes. Hello. Look at you, pretty lady. Sexy baby. Okay. Wait, we gotta see Louisa though. Oh god. Oh no, she looks gorgeous, everyone. Look at her, so pretty. With the famous red shoes. So hier ist nichts los, wenn man völlig overdressed angezogen. Wir sind hier alle nur super lecker aus dem Chateau, Maman in der Bar. Aber ja, nichts los. Das sind meine ganzen Tüten, was ich bis jetzt eingekauft habe. Das ist auch wirklich jetzt das Einzige, beziehungsweise ich brauche noch ein Portemonnaie und das war es dann auch. Also mehr als das gibt es doch nicht. Es ist mehr als genug Geld ausgegeben. Hier ist mein kleiner Schrank. Die Isabelle Marant Box ist nicht von mir, die ist von der Julia noch. Genau, und hier sind die ganzen Sachen, die ich euch gleich zeigen werde. Hier ist mal ein kleiner Überblick, was ich gekauft habe. Ich muss mal schauen, ob ich noch einen richtigen Haul mache. Die Schuhe hier sind von Miu Miu, die habe ich in dem Sinne nicht gekauft. Ich habe sie zwar bezahlt, also schon gekauft, aber nicht in einem Laden, sondern bei der Dunja, als ich mir das Kleid ausgeliehen habe, weil die Schuhe musste ich sozusagen kaufen, weil die kann man ja nicht nochmal verkaufen, wenn ich die getragen habe. Die sind von Miu Miu eigentlich auch super schön, voll bequem, extrem hoch. Und ich habe die halt sehr, sehr günstig bekommen. Mal sind die sehr teuer. Bei Caitlin habe ich dieses weiße Oberteil und noch ein anderes rosa Oberteil gekauft. Das ist gerade in der Wäsche. Bei Dash habe ich einen richtig coolen Ring gekauft. Ich zeige euch den kurz. Ein doppelter Ring, vergoldet. Der ist echt cool. So, der ist von Dash gewesen. Dann bei Marc Jacobs habe ich mir hier so eine 3-Lapter gekauft. Die finde ich nämlich alle ganz schön. Den Daisy Dot, genau. Dann, oh mein Gott, bei Bloomingdale's habe ich mir Marc Jacobs die Mausflats gekauft. Die wollte ich schon so ewig haben. Yay. Ich finde die so cool. Die wollte ich echt schon vor 4-5 Jahren immer haben. Und dann gab es die mal nie in München. Und ja, die sind echt schön. So, die habe ich gekauft. Und noch andere Schuhe. Und zwar von Michael Kors Sneaker. Ganz ungewöhnlich für mich. Aber ich finde die echt cool. So. Moment. Beim Sunglass Hut habe ich mir eine Ray-Ban, meine erste eigene Ray-Ban, die ich mir selber gekauft habe. Also ich habe zuvor schon eine gehabt, die ich immer wegen Bock bekommen. Und das ist die erste, die ich mir sozusagen wirklich selber komplett ausgesucht habe. Und zwar, seht ihr, wie ich mich hier spiegel? Das ist so eine rosa, ne? Das ist die ganz, ganz neue Version. Und die hat einen Silberrand. Genau, und der hat halt so einen rosa Beschlag. Und zwar hier solche schwarzen Sneaker mit silbernem Verschluss, mit so einem Reißverschluss. Und ich finde die echt cool. Ganz ungewöhnlich, aber super schön. So, bei Sephora. Ja, kennt wahrscheinlich viele von euch, das ist so ein Beauty-Produktladen. Habe ich mir nochmal das Shutshutting gekauft, das kennt ihr schon von mir, das habe ich schon öfter. Hier sind die Farben nochmal. Das ist ein schöner Rosaton. Und ja, auch so ein rosa. Oh fuck. Ist das so falsch? Okay. Moment. Bei Urban Outfitters habe ich mir unter anderem eine Handyhülle gekauft, die ich jetzt aber gerade drauf habe auf dem Handy, deswegen kann ich sie euch nicht zeigen. Diese Best Fucking Bitches, so Julia die andere Hälfte. Und einfach so ein Oberteil, so ein ganz einfaches, schlichtes, beziehungsweise
halt mit der Spitze. Und das ist so drei, also das ist relativ kurz. Und genau. Ja, ich sage euch diesmal einfach mal nicht die Preise, weil das irgendwie jetzt so umständlich wäre. Ich habe bei manchen Sachen schon die Preise abgenommen, weil ich die schon getragen habe, die Sachen. Und ja, könnt ihr eigentlich selber raussuchen, wenn es euch interessiert. Ansonsten fragt gerne nach, ich sag's euch nochmal, falls ich noch weiß. Oder jetzt hier kann ich euch sagen, Express, das ist so zwischen, die haben ganz günstige Sachen zwischen $34 und aber auch so $200. Also ich habe jetzt eher günstige Sachen gekauft. Das ist hier auch so ein eher kürzeres Oberteil. Das fand ich ganz süß hier mit der Spitze. Und dann noch so ein mintfarbenes mit so einem Kussmund. Das ist so ein, ja, so ein Top, einfach so ein einfaches. Und richtig cool, eine neue Leder-Leggings. Die war jetzt ein bisschen teurer, die hat jetzt $60 gekostet. Auch so eine ganz glänzende, weil meine andere langsam kaputt geht. Und dann noch so ein simples Oberteil, so ein schwarzes. Ich stehe im Moment total auf diesen so einen Seiden, diesen Art Seidenstoff und habe mir jetzt auch gedacht, ich drehe mich mal kurz um. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen mache ich jetzt kein richtiges Shopping-Haul-Video, wo ihr mich die ganze Zeit seht, weil ich jetzt gerade nicht so kameratauglich bin. Genau, also ich bin seit Neuestem, was heißt seit Neuestem, ich bin irgendwie in letzter Zeit eher so auf dem Trip, dass ich sage, ich möchte lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, dafür für bessere Qualität und nicht mehr so diese 1000 Oberteile und Klamotten bei H&M oder... Weil geil, es gibt ja etliche Läden, wo die Sachen wirklich günstig sind, aber auch echt nicht gut produziert sind. Und ich habe da genug Sachen, ich habe mittlerweile so viele Sachen im Schrank und ich kriege ja auch wirklich einige Sachen zugeschickt. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt einfach wirklich die Sachen, die ich mir jetzt noch kaufe, an Klamotten, gerade weil ich einfach so viele Klamotten auch in meinem Kleiderschrank zu Hause habe und einfach keinen Platz mehr habe, dass ich da jetzt einfach ein bisschen mehr auf die Qualität achte. Und genau, dieses hier von Caitlin, das ist halt so ein super süßes Oberteil und ich finde die total schön, weil die so flatterig sind. Und die sind von der Qualität ja auch einfach super. Kann man super gut kombinieren. Und ich war das allererste Mal in meinem Leben bei BCBG Max Azira einkaufen und habe mir da echt mal einige Sachen gekauft. Und die Sachen sind leider nicht ganz günstig, gerade die Klamotten. Aber das ist halt schon echt eine super Qualität und auch vom also Material her, wenn ihr das jetzt fühlen könntet hier, zum Beispiel dieses Oberteil. Das ist so ein ganz flatteriges, langes, kann man schon fast als Kleid anziehen. Total schön geschnitten. So ein super schöner rosaner Stoff oder so ein Rosé. Und das hat jetzt zum Beispiel $158 gekostet. Und das ist normalerweise, finde ich, sowas schon echt viel für ein Oberteil. Aber ich trage sowas total gerne und das sind einfach meine Farben. Ich bin mittlerweile ja irgendwie auch schon ein bisschen älter und ich werde dieses Jahr 25. Und ich glaube, so extrem wird sich mein Style auch nicht mehr verändern, beziehungsweise auch mein Körperbau. Und das sind einfach so Sachen, da kann man, finde ich, schon mal investieren, weil das sind Oberteile, die sind super simpel und sehr, sehr leicht zu kombinieren, weil sie einfach sehr einfach sind. Also leicht geschnitten, nicht zu viel und das wird sich nicht großartig ändern, denke ich mal. Also ich werde die auch in 2-3 Jahren noch mögen oder auch in 10. Und natürlich hoffe ich, dass das auch so lange hält. Und dann habe ich noch ein anderes Oberteil gekauft und zwar so in weiß. Es ist auch total schön geschnitten, auch von BCBG. Und es hat halt so einen Wasserfall-Schnitt vorne und hinten. Es ist so ein bisschen länger. Das finde ich zum Beispiel einfach wunderschön. Kann man super gut kombinieren. Passt eigentlich, ich meine, weiß passt eh zu allen Farben. Und die Oberteile haben jetzt alle $158 gekostet. Also wie gesagt, das ist auch für mich viel Geld. Ich finde, das ist schon sehr viel Geld. Gerade für Klamotten. Aber ich weiß, dass ich die Sachen lieben werde. Und ich freue mich schon total darauf, die zu tragen. Und das sind Sachen, das sind so Basics. Ich habe sie auch extra in Farben genommen, die ich wirklich immer gut tragen kann. Weil dann bereut man sowas auch nicht. Und dann habe ich hier noch so ein einfaches, sieht sehr einfach aus, so ein einfaches schwarzes Oberteil auf dem BCBG. Aber es ist halt, das Coole ist, die sehen super einfach aus, die Sachen, sind aber total cool geschnitten. Und das Material, ihr könnt es jetzt nicht anfassen, aber es ist so schön. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, ob das Seide ist wirklich, aber es ist auf jeden Fall wunderschönes Material. So, und jetzt mein Lieblingsstück. Ich suche schon wirklich seit Jahren, also wirklich bestimmt seit 2-3 Jahren, nach einer sehr, sehr so, nach so einer schönen rosafarbenen Lederjacke. Und ich habe endlich eine gefunden, auch bei BCBG. Und genau, hier seht ihr, das ist auch so eine ganz simple, schöne, ja, rosafarbene Lederjacke. Und die ist butterweich. Man hat hier so einen Wasserfallausschnitt und man kann die halt auch so, zeige ich es mal kurz. Ups. Jacke nochmal. Und wie ihr seht, kann man die hier auch am... Das kann man halt so unterschiedlich stylen und das fällt halt total schön. Und hier an den Ärmeln hat das noch so einen Stoffeinsatz. Und es ist einfach, also die ist wirklich super schön zu tragen. Also die ist so schön weich und fühlt sich richtig toll an. Die habe ich jetzt auch schon angehabt, deswegen ist das Preisschild ab.
War ein bisschen teurer, aber bei Lederjacken, die kann man ja wirklich auch sehr, sehr lange tragen. Und ihr kennt mich, ich trage wahnsinnig viele Lederjacken und wirklich sehr, sehr oft und viel. Und deswegen dachte ich mir, kann man da mal ein bisschen Geld für ausgeben. Genau, das waren jetzt so die Klamotten. Was fehlt jetzt noch? Bei Caitlin, da habe ich euch gezeigt. Genau, Schuhe auch. Also ihr seht, ich habe gar nicht so viele Klamotten gekauft. Einfach, weil ich schon so viele Sachen habe und da jetzt lieber auf ein bisschen Qualität setzen wollte. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich alle wissen wollen. Aua. Was in dieser kleinen, was ich mir von Celine gekauft habe. Die Kamera nochmal so rumgedreht. Also, ihr werdet gesehen haben, ich war bei Celine einkaufen. Oh mein Gott. Dazu muss ich euch erzählen. Ich weiß, es wird sicherlich wieder Fragen geben und wie kannst du dir das leisten und warum kaufst du dir das und du hast schon eine Celine und so weiter und so fort. Aber ich möchte dazu jetzt auch gar nicht so viel sagen. Ich glaube, das ist jedem selber überlassen und die Leute, die mir wirklich folgen und mich kennen, wissen, dass ich sehr, sehr viel arbeite und einfach so ein klar, ich mag einfach Taschen gerne, ich habe dafür kein Auto, ich habe dafür keine anderen teuren Hobbys und genau, also ich glaube, ich muss mir jetzt hier auch gar nicht weiter rechtfertigen, da gibt es ja schon genug Videos, auch wie man günstig reisen kann, habe ich ja alles schon gemacht und auch Blogposts gemacht. Nur eine kurze Erklärung, ich liebe ja meine Celine-Tasche, das wisst ihr, ich habe die mittlerweile ist es schon zweieinhalb Jahre bald her, in Mailand bekommen und das war ja auch so eine super Glücksaktion, dass ich die damals bekommen habe, weil ich fand die wunderschön, wo ich die das erste Mal schon gesehen habe, die Celine, die Mini, die Luggage Mini. Hier, mein Baby, das habe ich ja wirklich schon, das ist echt so mein Baby und das war so meine allererste richtig teure Designertasche, die ich mir gekauft habe und wo ich wirklich einfach richtig aufgeregt war und ich hatte zwar so ein Glück, dass ich die bekommen habe, weil ich, wie gesagt, in Mailand war vor 2 Jahren mit einer Freundin aus Amerika und ich hatte die vorher schon gesehen, fand die wunderschön, dachte immer, die ist viel zu teuer, kann ich mir auf keinen Fall aufkaufen. Und dann waren wir in dem Celine-Laden in Mailand und damals, die ist ja wahnsinnig schwer zu bekommen. Also generell auch, ich kriege immer sehr, sehr viele Fragen von euch zu Celine-Taschen, wo man die bekommen kann. Ist ein bisschen schwierig. In Deutschland gibt es zwar, zum Beispiel in Hamburg gibt es 2 Läden, wo es die gibt. Wie heißt das? Petra Teufel oder sowas und noch ein anderer Laden. Ich kann es euch mal ohne die Infobox verlinken, wenn es mir wieder einfällt. In München bei Marion Heinrich oder so heißt die. Aber generell sehr, sehr wenig. Also ich glaube, in Berlin gibt es einen Celine-Laden, aber sonst wüsste ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht, wo es in Deutschland auch einen Celine-Laden gibt. Also die sind sehr, sehr schwer zu bekommen. Und genau, wir waren damals in Mailand und waren im Celine-Laden drin, weil meine Freundin einfach gerne reinschauen wollte. Und ich wollte natürlich auch gerne mal gucken. So. Und dann gab es halt diese Tasche, also meine Traumtasche, diese Celine Luggage, die Mini. Das ist die mittlere Version sozusagen. Es ist ein bisschen verwirrend mit den Namen. Also die heißt Mini. Dann gibt es noch die, wie heißt die, Luggage, wie heißt denn die andere? Weiß ich gerade gar nicht, aber es gibt noch diese größere mit so einem geflochtenen Zoll, die so ein bisschen weiter ist. Und es gibt halt noch die hier in kleiner und in größer oder ein bisschen größer mit so einem längeren Henkel. Und es gibt eben die Mikro-, Mini- und Nano-Tasche. Und das ist alles ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall war ich in diesem Laden und es gab halt diese Tasche und damals war die sogar noch günstiger. Die ist mittlerweile echt teurer geworden, leider. Das ist halt bei diesen Designersachen, wenn ihr euch eine Designertasche kaufen wollt und ihr wisst, dass ihr die wirklich unbedingt wollt, dann würde ich sie mir fast früher kaufen, wenn ihr das Geld gerade habt oder irgendwie sparen könnt. Einfach, weil die Taschen tendenziell immer teurer werden. Also die Celine ist mittlerweile, die hat damals irgendwie, die ist mittlerweile, glaube ich, 600 Euro oder sogar 1000 Euro teurer geworden. Ja, nicht ganz. Aber wirklich viel, viel teurer geworden. Also das ist echt, und das ist auch bei Louis Vuitton so und bei diesen ganzen Designerläden, das ist wirklich ärgerlich und es ist natürlich auch so eine Sache, man zahlt für die Marke mit, das ist ganz klar. Ob man das jetzt unterstützen möchte oder nicht, ist jedem selber überlassen, aber es ist nur ein Tipp von mir. Also ich habe es auch gemerkt, es ist einfach so, auch Chanel, alles wird teurer. Also diese ganzen großen Marken werden tendenziell immer teurer. Also wenn ihr wisst, dass ihr eine Tasche von denen wollt, sozusagen, würde ich schauen, dass ihr die eher früher kauft, weil sonst ärgert ihr euch und zahlt nachher 500 Euro mehr. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Also das ist wirklich ein bisschen doof. So, kommen wir mal zum Punkt. Auf jeden Fall habe ich mir damals die Celine, also stand dann im Laden, hatte gar nicht geplant, sie zu kaufen eigentlich. Ich wollte zwar eine Designertasche haben, aber jetzt hätte es nicht gedacht, die Celine. Und dann meinte meine Freundin aus Amerika so, pass auf, ich kann die doch sozusagen offiziell kaufen und dann nehme ich sie mit nach, also dann sage ich an der Zollkontrolle, dass, oder am, naja, wie sagt man, auf jeden Fall kriegen Amerikaner Taxes zurück, sozusagen.
Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich sie sozusagen 200 Euro günstiger bekommen. So gesehen war das für mich dann echt ein, also kein Schnäppchen auf keinen Fall, aber es war auf jeden Fall für mich einfach ein Grund, sie dann wirklich zu kaufen. Und ich muss sagen, ich habe es in meinem ganzen Leben keinen einzigen Tag, das hat sich so doof an, in meinem ganzen Leben, seit diesen 2,5 Jahren, wo ich diese Tasche habe, keinen einzigen Tag bereut, dass ich sie habe. Und ich liebe sie wie am ersten Tag und wirklich jeden Tag, also es ist, ich weiß, Leute, ihr könnt mich verrückt erklären, es ist mein Baby und es ist wirklich meine absolute Lieblingstasche und keine andere Tasche kommt an diese Tasche ran. Und ihr dürft mich, ja, ich weiß, es gibt Leute, die sagen, oh mein Gott, wie kann man für Taschen so viel Geld ausgeben? Habe ich früher, war ich da genauso, als ich noch nicht so viel Geld verdient habe, da habe ich auch gesagt, so, hä, wie kann man das machen und voll krank und ich würde da nie drauf sparen. Mittlerweile bin ich da einfach ein bisschen anders, es hat sich ein bisschen geändert, weil ich mich einfach freue, also mich macht so eine Tasche glücklich und das ist mir dann auch egal, ob jemand da sagt, das ist verrückt oder nicht. Das ist so, ich kaufe mir Sachen, wenn ich es kann, vom Geld her. Ich würde mir niemals irgendwas auf Kredit kaufen. Ich spare auch für solche Dinge. Und ich mache es nicht, wenn ich es nicht kann. Also so gesehen finde ich es jedem selber überlassen, was man mit seinem Geld macht. Und mich macht sowas einfach wahnsinnig glücklich. Wenn ich immer noch Geld dann habe fürs Reisen, dann ist alles perfekt. Ich würde immer Reisen bevorzugen. Ich würde immer Unternehmungen mit Freunden bevorzugen, bevor ich mir jetzt eine Tasche kaufe sozusagen. Darum geht es gar nicht. Aber das wollte ich nur mal kurz dazu sagen. Genau. So, auf jeden Fall hatte ich mir dann ja im Dezember, da war ich in Hamburg zu Hause und da habe ich mir bei der Valeria, bei Luxussachen in Eppendorf, die hat ganz, ganz tolle gebrauchte Secondhand-Designer-Taschen und da habe ich mir dann eine Celine-Tasche gekauft. Ja, Quatsch, eine Chanel. Und ich finde die auch immer noch wunderschön. Das ist halt so eine, das ist diese schwarze, habe ich die gerade hier? Auf jeden Fall, ihr wisst, glaube ich, welche ich meine. Und es war aber einfach so, dass ich bei der Tasche, bei dieser Chanel, das war das erste Mal so, dass ich nicht dieses hundertprozentige Glücksgefühl hatte, wenn ich sie getragen habe. Also ich mochte sie, ich finde die immer noch wahnsinnig schön, aber es hat mich nicht so glücklich gemacht wie die Celine. Also ich würde immer eher die Celine nehmen und ich wäre, sagen wir mal, so viel, viel trauriger, wenn irgendwas mit meiner Celine, wenn die weg wäre, als die Chanel zum Beispiel. Und, oh Gott, ich komme mir gerade so bescheuert vor, wie ich jetzt hier über diese Marken rede und, ach Gott, wahrscheinlich kriege ich eh wieder viel Hate auf dieses Video, aber ich wollte es euch nur mal kurz erklären, dass ihr so ein bisschen versteht, wie ich da so ticke einfach. Ja, auf jeden Fall habe ich einfach irgendwann festgestellt, ich habe die Tasche auch mit hier nach L.A. genommen, die Chanel, und habe einfach gemerkt, dass mich die nicht so richtig glücklich macht, dass die auch nicht so wirklich zu mir passt, dass es irgendwie zu viel Gold ist, dass mir dieses Gold nicht so gut gefällt, die goldene Hardware, und dass ich einfach viel, viel lieber meine Celine trage. So, und dann sind Julia und ich waren am Rodeo Drive und da gibt es einen Celine-Laden. Und dann meinte sie, lass doch mal in den Celine-Laden reingehen. Und ich so, ja, okay. Und ich finde halt, also, wie gesagt, ich liebe meine Celine Luggage Bag. Und die ist ja sehr groß. Also die ist auch sehr, sehr schwer zum Mitnehmen. Ich nehme die zwar auch oft so zum Reisen, wie gesagt, mit, tue da meinen Laptop rein und alles. Aber so für die Stadt kann man sie auch nehmen, aber sie ist halt schon eine große Tasche. Man muss sie auf jeden Fall immer so tragen. Und ich finde halt, diese Celine, diese Crossover, diese, ich vergesse mal, die sind, das ist so verwirrend mit den Namen. Die Celine Luggage Nano finde ich super süß. Die finde ich schon, oh Gott, ich habe die das erste Mal bei Chiara Ferragni gesehen, vor, was weiß ich, auch ein, zwei Jahren. Und ich finde die halt einfach so süß. Und ich fand immer die Tasche, also die kleine, die ganz kleine Celine sozusagen und die von, Philipp Lim, gibt es auch so eine Umhängetasche, die finde ich auch total cool. Und ich liebe halt so Umhängetaschen, weil die einfach super praktisch sind, gerade für die Stadt und für Tragen. Und auf jeden Fall waren wir im Celine-Laden. Und es gab die Mini, also die Nano, die ganz, ganz kleine. Ich hoffe, ich verwechsel die jetzt gerade nicht, aber ich schau mal kurz, ob das hier irgendwo steht. Auf jeden Fall. Nano, okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir... Oh mein Gott. Ich weiß, Leute, ich bin verrückt, aber... Nein, kein Aber, ist egal. Hier ist sie. Oh mein Gott, okay, wirklich. Oh mein Gott. Okay. Puh, ich muss kurz runterkommen. Nein, okay, ich weiß, oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das online stellen kann. Das ist ein bisschen krass. Aber auf jeden Fall, das ist meine neue Celine. Das ist mein kleines Baby. Hier ist die Mama, also damit ihr den Größenunterschied seht. Das hier ist die Celine Mini Luggage. Und das hier ist die Celine Nano Luggage. So, da seht ihr das. Und die hier hat halt noch so einen Riemen und dann kann man die halt
super gut über die Schulter tragen und einfach so crossover und von innen ist auch genug Platz. Und oh mein Gott, ich habe mich einfach so wahnsinnig in diese Tasche verliebt und ja, es ist wahnsinnig viel Geld, auf jeden Fall auch für mich. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, als ich im Celine-Laden war, weil ich die wirklich so toll fand, die Tasche. Und das Problem ist bei Celine, es ist wahnsinnig schwer, Celine-Taschen zu bekommen. Also gerade diese hier und auch die größere Version sind so schnell ausverkauft. Die kommen in den Laden und meistens schon nach ein, zwei Tagen weg und dann gibt es die Farbe nicht mehr. Und die hatten noch relativ viele Farben da. Also die hatten die hier, das ist jetzt so Navy-Grau-Blau. Ich finde es super schön. Sieht jetzt ein bisschen schwarz aus gerade hier in der Kamera, ist aber echt so ein ganz, ganz schönes Blau. Ja genau, so seht ihr es besser. Und die passt zu wahnsinnig viel. Also ich hatte auch die rote in der Hand, weil ich die rote bei der Atlantic Pacific immer gesehen hatte und wunderschön fand, schon, also auch wirklich seit Ewigkeiten. Aber im Laden dann meinte Julia auch, also rot passt einfach zu wenig und es stand mir irgendwie auch nicht so. Und dann gab es noch eine Olivfarbe, die war auch wunderschön. Also die haben wirklich wunderschöne Farben. Aber letztendlich finde ich diese einfach perfekt, weil die einfach zu so vielen Sachen passt. Und das ist mir halt auch persönlich sehr, sehr wichtig. Weil wenn man schon so viel Geld für so eine Tasche ausgibt, finde ich, sollte man wirklich darauf achten, dass man sie auch viel trägt. Und ich habe mir dann einfach gedacht, war im Laden, habe mir gedacht, okay, wenn ich die jetzt echt nehme, die Celine, das ist wahnsinnig viel Geld, dann muss ich einfach irgendeine andere Tasche von mir verkaufen. So, ne? Und da ich die Chanel einfach wirklich, ich finde die auch wunderschön, aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht so hundertprozentig meine Tasche, gerade mit diesem Gold und ich auch mal eine silberne Tasche, also mit einer silbernen Hardware wollte, habe ich mich dann entschlossen, dass ich die Chanel verkaufe, beziehungsweise ob ich sie verkaufen kann. Und dann hatte ich auch bei Instagram gepostet und ein paar Freunde gefragt, ob jemand die Chanel haben möchte. Und dann haben sich auch gleich welche gemeldet. Und deswegen, als ich dann erfahren habe, okay, ich kann die Chanel loswerden, auch noch für den Preis, für den ich sie gekauft habe, dann kann ich mir die Celine kaufen. Und ich hatte sie dann zurückgelegt und ja, ich habe sie mir auf jeden Fall jetzt gekauft, wie ihr seht. Und bin super glücklich und freue mich jetzt, dass ich sie jetzt tragen kann und ja, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Also, ich habe es getan. I did it. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall macht mich diese Tasche wahnsinnig glücklich und ihr dürft jetzt auch gerne Kommentare dazu schreiben, wie scheiße ihr das alles findet oder dass ihr es nicht verstehen könnt, aber es macht mich persönlich glücklich und das ist mein Leben und deswegen ist das, denke ich mal, auch super so. Und wie gesagt, was ich euch damit nur sagen wollte, wenn ihr halt echt mal ich kann gar nicht reden, ich bin so aufgeregt. Oh, ich muss die ganze Zeit anhören. Nein, also auf jeden Fall, ich denke, es macht einfach eher mehr Sinn, wenn ihr auch selber merkt, wenn ihr vielleicht Taschen habt oder auch Klamotten, die ihr nicht viel tragt, die einfach zu verkaufen und dann nicht zu sagen, aber vielleicht trage ich sie irgendwann nochmal, sondern einfach zu verkaufen und lieber was anderes dafür kaufen, was man wirklich viel, viel lieber trägt. Weil ich weiß einfach bei dieser Tasche, ich werde sie abgöttisch lieben, weil sie einfach, ich habe die gleiche in groß und die liebe ich schon wahnsinnig. Und es ist einfach, Celine ist meine Marke, was Taschen angeht. Ich finde Celine jetzt nicht so toll für Klamotten, aber was Taschen angeht, ist es einfach so meins. Es ist genau mein Stil. Ich liebe die. Wenn, allein schon beim Angucken könnte ich jedes Mal, weiß ich nicht, einfach bin ich einfach glücklich. Und das Allerglücklichste in dieser ganzen Geschichte macht mich einfach, dass ich es selber verdient habe, das Geld. Und ich weiß nicht, das sind so Sachen, ich glaube, ich kann euch das auch nur raten. Also wirklich, wenn ihr so Dinge habt, auf die ihr einfach, die ihr wirklich gerne haben wollt, dann spart darauf. Also dann wirklich, macht euch so ein extra Konto oder macht euch eine extra Spardose und tut einfach jeden Monat irgendwie ein bisschen Geld rein oder so, weil ich kann euch versprechen, es ist so ein tolles Gefühl, wenn ihr einfach so eine Tasche dann zum Beispiel tragt oder seien es Schuhe oder irgendwas anderes und ihr wisst, ihr habt euch das selber erarbeitet. Das macht also mich persönlich immer noch viel, viel glücklicher, als wenn ich jetzt wüsste, ich habe das von irgendjemandem geschenkt bekommen oder so. Und deswegen, arbeitet hart, bleibt an euren Zielen dran, macht es und dann kauft euch auch die Dinge, die ihr wollt und hört dann nicht auf irgendwelche anderen Leute. Also ich weiß nicht, klar, es gibt immer irgendwie Eltern oder Geschwister oder Freunde, die sagen, oh mein Gott, du spinnst. Und ich finde mittlerweile ist es einfach, dass es jedem selber überlassen, was er mit seinem Geld anstellt. Und solange man sich andere Sachen auch noch leisten kann oder irgendwie auch noch mit Freunden was machen kann oder auch noch spenden kann und dafür irgendwie genug Geld hat, finde ich das wirklich völlig okay. Und das ist mein Wort zum Dienstag. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, mein etwas anderer Shopping-Haul hat euch auch gefallen. Es war jetzt, wie gesagt, nicht so viel. Ich habe, wie gesagt, nicht so viele Klamotten diesmal gekauft. Dafür teurere. Genau. Und es muss ja auch noch alles mit nach Deutschland zurück. Deswegen muss ich eh mal schauen, wie ich das alles machen kann. Vor allem mit dem Packen, also mit dem Platz, ne? Wie das alles hinkommt. Aber es wird schon klappen. Und ja, ich und meine kleine Mini-Nano sind, oh Mann, die ist so süß.
Also auf jeden Fall bin ich ein glückliches Mädchen nun und werde mir jetzt auch nicht großartig mehr was kaufen. Das Einzige, was ich noch kaufen möchte hier in Amerika, ist einen neuen Geldbeutel, weil ich schon irgendwie sehr, sehr lange den gleichen benutze und der einfach kaputt ist mittlerweile. Und was noch? Nee, das war's eigentlich. Also nur noch ein Geldbeutel. Ja, Geldbeutel, das war's. Und vielleicht noch schwarze Pumps, weil ich noch schwarze Pumps brauche irgendwie. Aber ansonsten alles gut und ja. Dann, wie gesagt, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Tag, wann immer ihr das schaut. Und ja, schaut gerne mal bei mir bei Instagram vorbei, @LuisaNion. Da poste ich auch immer regelmäßig Bilder. Und da findet ihr auch noch ganz, ganz viele Bilder von L.A., von meinem Urlaub hier. Und Tipps und Tricks, und was ihr immer alles machen könnt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss. Jess und ich. Oh. Ich. Ich, that's me, gehen jetzt auf ein Date. 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 A double date. Very, double very date. American. Very American. Gut. Yeah. Very good. Ja. So, wir machen uns auf den Weg. Wir gehen ins Stand. Das ist hier so ein Bar-Restaurant bei uns in der Nähe. Und wir sind black and white. Man sieht nicht so viel. Liebe Grüße an Julia. Julia! Julia! I love you. Yeah, we both love you. All right, see you later, guys. Bye-bye. Tschüss. Okay. Another camera. We're going to a picnic. Tell us. We're going to a picnic. I'm going to a picnic and I'm bringing peanut butter, spoons, watermelon, tequila, cigarettes, balloons, carrots, radishes. Light bulbs. Yes. Quinoa. Yes. Cups. Yes. Yes. Ants on the log. Oh. And then, that's oh my god, Leute, das ist so geil. Das ist mein Topic. Okay, nicht gut. Aber trotzdem, einfach so. Photo wall. Wow. Quite impressive. What are you doing? Okay. I like your socks. Oh, you're good. Okay. You're so okay. I don't even believe you. Yes, you were like screaming. She's just like, oh, no big deal. Like, no big deal. Just. Yeah, wait, hold on. It's supposed to go through the fuck you up or something? I feel like if it's supposed to stretch your back. Yeah, I've been told like if you let it just dangle for a little while. Oh my god! Oh, oh, why are you not watching? Sorry. Yeah, you're a terrible friend. I'm not a terrible friend. Do you want to stretch your back more? Also, it's for like just stretching. Kind of. Sometimes I've literally sat upside down and spent like 30 minutes of time. Oh my god. Yeah, then I pass out. Yeah. Like, yeah. The blackout. Oh yeah. Like, it's like you're. Oh my god. Oh, I can't wait to bake cookies. Hi, Rich. I got nice. Cookie dough. Oh, yes. Go. Are you kidding me? Of course I am. It's the worst idea of the night. Okay, hold on, wait, I'm not upside down enough. Hold on, wait. How are you gonna make it? Oh, that's not even possible. Hold up for you. Keg stand. Oh, yeah, so it's like a well, you got 2 seconds. One more. Okay, can you do it? Give me a second. Second win. The beer. Take the beer. Wow, nice bathroom. It's echt ein schönes Spot. Hey, girls. Ah, hier, ihr seht mein Outfit. Warte, ich zeig's euch kurz. Ah, das ist mein neues Oberteil. Von BCBG, Max Azira, meine schwarzen Lederpants und meine Schulterbesetzung. Und der Typ ist. Also Leute, ich kann euch die App Tinder auf jeden Fall nur empfehlen, weil das war jetzt gerade das zweite Date, was ich über Tinder hatte. Und das war, also das Date war echt perfekt. Das war echt gut. Ich war mit, habe die Jessie mitgenommen, einfach weil ich finde, es ist so viel cooler, wenn man in der Gruppe sich trifft oder einfach in der Gruppe was macht am Anfang, wenn man sich noch nicht kennt, weil das dann einfach viel, viel lockerer ist. Und die Cousine von den beiden war noch mit, als waren zwei Brüder. Und ja, es war echt super. Und ich will ihn auf jeden Fall wiedersehen. Also ich hoffe, mal schauen, keine Ahnung. Es hat halt auch nicht wirklich Sinn, aber... Und er macht in einem Film bald mit, also er ist ein Actor. Er sieht echt gut aus. Aber er ist echt süß, er ist voll smart. Was mich richtig an ihm interessiert hat, ist, dass er echt klug ist.
Und wir haben so voll, er, auch so everything happens for a reason, wir haben die gleiche Einstellung. Und er liest sehr viel und er ist echt smart. Das ist so das erste Mal, dass ich so jemanden habe, der ist so ein bisschen europäisch, er ist nicht so amerikanisch. Er hat richtig nachgefragt und nee, es war echt richtig gut. Und ja, nee, der war echt cool, der war süß. Ja, mal schauen. Und der war so groß. 1,94 oder so, 1,95, oh mein Gott, der war so, egal. Ich darf mich nicht so reinsteigen, aber mal schauen. Vielleicht sehen wir uns morgen nochmal. Mal schauen. Okay, schlaf gut, ihr Süßen. Gute Nacht. Und zwar werde ich eingekleidet von Hills und keine mehr Arbeit. Arriving at address 11. Ich bin so, what exactly are you filming for? Just for like Sonja? So, wir sind jetzt gerade in Beverly Hills Hotel drin. So, wir sind jetzt hier gerade auf dem nächsten Event. Did you get any pictures with them? Ein bisschen shoppen, ne? Hier so langsam. She's crazy. So, das Earth Cafe kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist jetzt hier an der Melrose. This is the first one. Oh, that was kind of shitty. I know. You know, here's the second one.